Hallo, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind hier in dem System von zuletzt auf dem dritten Planeten. Ich habe mir schon mal gescannt. Es sind diverse Signale da und das Donner fliegen wir gerade mal an, weil es so schön auf der Tagseite liegt. So, bin mal gespannt, was man hier findet. So, und ich weiß jetzt endlich, was die Zahl hinter dem geologisch bedeutet. Wenn wir durch nicht zum Beispiel die 14 sehen und hier die 2, das ist einfach nur durchnummeriert. Ich dachte ja immer, das wäre so Indikator, wie viel es dort gibt. Aber das ist scheinbar einfach nur durchnummeriert, ganz normal. Okay, wie schaut's von der... Oh, das ist gut. So, wir haben bis hier über ein G. Müsste man eigentlich schaffen. Zumindest wenn wir es nicht schaffen sollten, dass ich denke, dann brauchen wir gar nicht zu dem FG-Planet zu fliehen. Haha. Okay, kleine Canyons oder wie? Hätte ich es auch nicht so erwartet. Aber diese Strukturen sind scheinbar eher eben. Ja, das kommt mir entgegen. Dass ich das Material einfacher sammle. So. Wenn da mal nichts passiert, fahren wir mal den Schub kolossal zurück. Dann gut mal ein bisschen. So, Schub zurückgenommen haben. Dann mal langsam nach unten. Ja, das durchscheine einfach nur ganz normale. Okay, gut. Geologische Struktur, das kann nichts Großartiges sein. Das sind wahrscheinlich irgendwelche. Marole, da hinten qualmt es aber ganz schön, da neben qualmt es auch ganz gut. Hier ist unser Schatten. So, okay. Hier gehen wir einfach mal runter. Lups, Fahrwerk ausfahren. Und dann noch per Express nach unten. Okay, nicht so expressig. Hier müssen wir wohl oder übel. Ah ja, cool, können wir doch. Ja, ich würde sagen, wir... Warte mal, oder? Warte mal, Ausrichtung, okay. Ein bisschen nach vorne können wir noch, oder? Ja, komm, das da... Das ist okay, denke ich. Moment, Moment, Moment. So. Okay, wunderbar. Richtung. So, dann scannen wir gerade mal den ersten Bogen, würde ich sagen, oder? Sehr schön, 50.000 Credits. Wir gucken auch mal, was wir haben. Silikat-Magma-Lava-Feld. Okay, ja, nämlich alles gut. Finde ich okay. So, jetzt gucken wir mal. Okay, Mist wieder vom 12 Uhr Kalender auf den
Desktop geholt vor. Ungut. Beziehungsweise, da ich jetzt Elite Dangerous im fensterlosen Rahmen laufe, werde ich nämlich auf den Desktop zurückgeholt. Das Ding poppt einfach auf. So, Kohlenstoff. Also ist das auch Pechstein? Nö, komm. Oh, mir Arme dünner, denn der qualmt so schön. Das ist ein bisschen weit, oder? Oh cool, der spritzt auch noch. Der qualmt und spritzt. Cool. Nein. Ich sollte die Empfindlichkeit mit dem Buggy dann immer nicht so hoch stellen. So, das ist doch schon mal herrlich. Hier können wir doch schon mal unser Grillware Uffli. Das ist doch schon mal gut. What? Wie geil! Wie geil, mehr über Hitze an dem Lava-Ding. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja Hammer. Ja, macht eigentlich auch Sinn, aber das war mal gar nicht bewusst. Nicht schlecht. Wieder was gelernt. Wieder was Neues festgestellt. Geil. Zink. Ja, okay. Hier ist relativ wenig. Schade. Ist das bei jedem? Bei dem nicht? Komisch. Da nur bei der so markant hier raus. Lavard. Ruthenium. Nicht abhauen. Bums. Oh ja. Nice. Pechstein und was bist du da hin? Wo auch immer du bist. Kristallcluster, das hört sich ja schon mal viel besser an. Wolfram, nicht, dass es brauchen wird, aber. Nehmen wir mal mit. Na? Achso, ich stehen wieder so ein bisschen komisch. Zink. Guck mal, jetzt sind wir bei 38, der durchspritzt wieder ein bisschen, du heizt immer auf, oder? Ja, guck mal. Das ist cool, das ist mir echt noch nie aufgefallen. Nadelkristalle gerne. Na,
Warum? Ich will rückwärts, aber ist nicht egal. So, jetzt haben wir hier noch Pechsteine. Ja, komm, nehmen wir mal halt mit. Das Material brauche ich momentan auch wieder. Nickel ist noch, ist immer noch bedient. Wo ist das? Ach, da hin. An dem Dolding würde man wahrscheinlich wieder aufheizen. Ruthenium. Also wenn man das mal brauchen sollte, halt, bleibt da. Dann haben wir genug davon. Ich hab nur ein bisschen Arsen, das wäre cool. Wir wissen ja, dass es es hier gibt. Moment. Doch nicht. Was haben wir hier? Vanadium? Ja, okay, gut, 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 gut. Das genehm. Hier insammle. Kein Ding. Ist hier noch was? Okay, also Ruthenium, ja, sehr, sehr, sehr reichlich hier. Pechstein, okay, ist ja Eisen, nämlich. Nickel nämlich nicht. Wüsste ich nämlich nicht, wohin damit. Eigentlich kaum gebraucht, aber oh. Jetzt sind wir da weg, ja, noch keine Gefahr, dass er abhebt ohne uns. Schnappen wir uns auch nochmal anderer Planet ohne Bio, ohne Signalvorkommen, wo wir einfach nur, keine Ahnung, Asteroide oder sowas suchen. So,
aus Animo-Sinn. Ach, da ist mal gerade irgendwas, was halt relativ cool wäre, wenn es das im nächsten Update geben würde. Aber ich glaube hier nicht dran, weil das hätte man wahrscheinlich als Ankündigung oder irgendwie vielleicht mitkriegt. Verschiedene Arten von Buggies. Zum Beispiel ein Buggy, der vielleicht sogar nur ein Slot hat, aber dafür unglaublich schnell ist. Das wär's doch, dass man so richtig schön über die Planetoberfläche rasen kann, der auch, sagen wir, vom Fahrgestell her gepimpt ist, dass er gut eine Kurve leitet, auch auf Niedrig-G-Planete oder so. Das ist richtig, ja. Verrennese Fahre quasi. Also nicht, dass ich das jetzt sonderlich gut könnte, aber das hätte schon was. Einfach nur so alles rase. Das wäre auch cool. Das wäre dann halt ideal, wenn man einfach nur auf einem Planet umfahren will, der jetzt keinerlei geologische Signale hat, sondern einfach nur interessante Materialien. Also einfach nur von Asteroid zu Asteroid rase. Das wäre cool. Und dann könnt ihr halt gerne noch in einen geben, der nicht so schnell ist, aber davor vielleicht, weiß nicht, 4-5 Fachtblitze hat. Bei dem man dann, keine Ahnung, bei so Absturzstelle oder so ein bisschen was aufsammeln kann. Das hätte schon was. Ich fände es cool. Dass man dann halt auch, wenn man dieses Fracht, nee, dieses deine Planete-Fahrzeughangar mitnimmt mit zwei Plätzen, dass man sich dann auch entscheiden kann, ich nehme einen schneller mit und einen großer zum Beispiel. Das wird schon was. So, gucken wir mal, ob wir noch was finden. Oder wir schon abgeerntet haben. Ja, Material ist aus. Ne, stimmt, oder? Ist noch was? Ah, Nadelkristalle. Sehr schön. Ich mache Ruthenium-Verkaufe für mal wieder in Kohlenjasin. Am Schack auf der Station. Time Agents Ruthenium-Lager. Sie brauchen Ruthenium, wir haben es. Oh, Nickel. Gut, das brauche ich wirklich nicht. Time Agents Nickel-Lager. Kaufen Sie 2 Ruthenium, erhalten Sie ein Nickel gratis dazu. Männer, das wird gut gehen. Ich glaube eher nicht. Das ist wahrscheinlich unser Time Agent Tours als Supertourismus ist wahrscheinlich besser. Können wir die Frachtluke. Könnte man wahrscheinlich mit der bestgefülltesten Bordbar-Punkte. Oh ja, ich glaube, das müssen wir auch noch machen, Kolonia, irgendwelche Passagiere transportieren. Ich weiß noch nicht wie. Mal nochmal viel Geld ausgeben für ein anderes Schiffchen. Ich könnte natürlich noch ins Memo Pinit Farme gehen, da kaufen wir unsere Beluga-Liner. Du Größers. Könnte man die Dolphin kommen lassen, dann könnt ihr einfach in die Crate auch ein paar Passagierkabinen einbauen. Auch möglich.
das hier schon die Kristallfragmente mit? Oder wo kommen wir sehr schön? Ja, zuerst kommen wir bei Danny hier. Ja, okay, ziemlich nebeneinander. Oh, hier kann es wieder warm werden. Moment, dann halt. Upsa. Zink. Kristallcluster. Okay. Kohlenstoff. Ja, das nehmen wir halt. Oh, da ist noch ein Signal. Wunderbar. Wolfram. Sehr schön. Na also. Passt doch. Aber ein bisschen Arsen wäre zum Abschluss auch nochmal cool. Na gut, Vanadium. Wie viel haben wir dann? 104. Ich glaube, für irgendwas haben wir das auch gebraucht. Heute mal auch schon mal nie. So, würde ich hier fast sagen, mir düsen noch ein paar Meter, oder? Das wäre eine gute Idee. Haben wir hier ein bisschen was aufgesammelt? Das machen wir. Ich könnte mal noch ein oder zwei Systeme uns aussuchen. Ja, schon gut gelitten. 86%. Ja, passt aber noch. So, wo müssen wir hier rein? Wo können wir hier rein? Wie steht denn das Ding überhaupt? Achso, hier vorne ist hier das Cockpit. Oder? Ja, das ist das Cockpit da vorne. Kommen wir von hier runter. Stimmt. Ups, das war zu weit. Cool. Sehr schön, Materialien sammeln, Teil 1. Gut, dann gucken wir mal, was haben wir dann hier Schönes. Haben wir hier irgendetwas außer der Reihe? Hallo? Ah. Okay, gut. Der ist aber ein bisschen lahm wie der Sternemasse hier. Hätte hier. Wahrscheinlich außer B-Sterne nicht viel. B-Sterne, dann nehmen wir noch ein B-Stern, oder? Nehmen wir doch gerade, ne? So, ist da wieder. Ah, wunderbar, können wir direkt anspringen. Wobei mir gerade infällt, ich glaube, mir haben doch schon. Irgendwas ist aber. Irgendwas verwirrt mich gerade. Okay, gut, ich bin noch nicht so oft mit der Kielbeck vom Planeten gestartet. Das hat mich wahrscheinlich irritiert. Ne, ich glaube, wir haben jetzt kolossal über so, oder? Kann das Sinn? Weil ich ja einen Schnitt noch drin habe. Na egal, das dort in der Sprung, gucken wir uns noch an.
es wahrscheinlich in dem System nichts mehr anfliehe. Ja, okay, gut, jetzt. Ja, ja, war ein bisschen. Upsa, verwirrt. So, passt. 68. Wir werfen nochmal oblig auf den Scanner und dann lassen wir das gewesen sein. 68, wow. So, das müsste eigentlich reichen. Und dann nehmen wir irgendwas Interessantes. Gasriese und felsige Himmelskörper. Und dann nehmen wir es so toll. Naja, okay, gut. Ist aber egal. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir unserem Ziel ein bisschen näher sind. Und bis dahin dann. Bye, bye.